dir sage ich nun Hallo zu einem neuen Projekt von mir. Counter-Strike Condition Zero ist das einzigste Counter-Strike, was ich kenne, was eine, naja, eine Story, eine Kampagne würde ich auch nicht sagen, aber einen Singleplayer hat mit Missionen und den möchte ich durchspielen. Profil erstellen, das ist natürlich Barrett, ist klar. Und wir nehmen mal normale Missionen, da ich schon ewig kein Counter-Strike mehr gespielt habe und vor allem nicht Condition Zero oder 1.6. Und ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze machen werde. Wir stellen jetzt mal unser Team zusammen. Wen nehmen wir denn da mal? Wir nehmen, also auf Mut lege ich jetzt nicht so hohen Wert, weil das sind halt auch nur Bots. Ich würde eher so auf Geschick und Loyalität gehen. Ich glaube, ich nehme Kenny. Kenny und Floyd. Er hat zwar eine Pumpgun als Hauptwaffe, Standardwaffe, aber was soll's. Probieren wir es mal. Sie müssen 5 Feinde ausschalten, sie müssen einen Feind ausschalten und die Runde überleben. Sie müssen in einer Runde weniger als 75 Sekunden gewinnen. Das krieg ich hin. So. Och, sieht das wieder schön aus hier. Kaufen wir mal, ach, wir kaufen auch nochmal für unsere 10.000. Erstmal das Rifle-Paket. Standard, ein bisschen rumgucken. Kommt, Kinderchens. Fehlt da nicht einer? Hä? Warum sind denn zwei tot? Raff ich jetzt nicht. Warum sind die jetzt tot? Lass das. Ich dachte halt eben gerade, der ist bestimmt schon tot, den habe ich jetzt aber Kopf geschossen. Aber das ist bei 1.6 bzw. Condition Zero etwas anders. Brücke. Brücke? Alles klar. Er ist entkommen. Ist er gar nicht, da ist er. Zack! Ins Gesicht. Ins Gesicht. Alles gut. So, aber niemand weiß, warum da zwei Sturm sagt. Jetzt wollte ich gerade mit meinem Bi-Script einkaufen, meine Fresse. So. Man muss sich hier noch immer Munition selber kaufen. Probieren wir das Ganze nochmal. Ne, doch nicht. Diesmal leben beide. Und alle drei von den Gegnern. So, gucken wir hier nochmal hin. Keiner da. Hallo? Hm. Sind die bestimmt runtergegangen. So. Hallo? Sieht sie jemand? Hallo? Hallo? Ah, sicher. Hier, warte, 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 Feind gesichtet! Alles klar, nett von euch. Oh. Bleiben noch zwei. Haha. Da ist der Bombenleger. Wo? Oh, okay. So. Unsere Ziele sind soweit fertig. Don't mess with me! Wir müssen nur noch einen Feind ausschalten, dann ist das schon fertig hier. Ich weiß nicht, wie ich das genau mache. Soll ich einfach mal pro Map hochladen? Oder soll ich die 15-Minuten-Parts beibehalten? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich pro Map hochlade, ich meine, wir sind jetzt mit der Map gleich durch. Ich möchte noch eine Deagle haben. Ich stehe auf Deagles. Ich habe sogar eine Software-Deagle zu Hause. Oh, warte. Und Munition. Aber dann werden das 5-Minuten-Parts, die ersten Parts. Ich meine, die Missionen danach werden auf jeden Fall schneller, schwieriger und länger, aber die ersten... Ja, ich bin da. Hallo? Hallo? Bam, voll in die Fresse. So, jetzt habe ich das geschafft und einen weiteren Rufpunkt verdient. Na, mal gucken, jetzt spielen wir Office. 5 Feinde ausschalten, einen Feind mit einer Maschinenpistole ausschalten, wie ich muss 4 Geiseln retten. Dann retten wir mal 4 Geiseln. So. 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 Das finde ich ganz gut. Den nehme ich wieder raus. Ach, ich darf noch gar keine Zweier nehmen. Was für Scheiße. Okay, dann nehme ich Kenny wieder mit rein. Dann nehme ich noch Morris mit rein. So. Spiel starten. Gegen Madman, Red Screech und Worm. Das wird witzig. So, dann fangen wir mal an. Nehmen wir doch gleich mal eine Maschinenpistole. Okay, los geht's. Ab durch die Mitte. Oh, mein Handy hat mir gerade eine NTV-Nachricht geschickt. Ist das nicht cool? Nimm das! Nimm das! Scheiße! Was war das denn?
Wir haben den Leutnant verloren. Das hat mich jetzt etwas überrascht. Ich pack mal eben mein Handy weg. Aber ich denke mal, ich werde entweder 15 Minuten Parts machen oder halt so viele Maps, bis es 15 Minuten sind. Und wenn es dann mal 19 werden, werden es dann halt mal 19. Ist ja kein Problem. So. Also am liebsten würde ich ja jetzt die Bots killen, aber das wäre ja unfair. Mir gegenüber, euch gegenüber. Also, ja los, schieß in die Welt. Da, die Wand da hinten, die muss noch gelöchert werden. Genau. Guter Mann. Mann, Alter. Ich hätte vielleicht doch auf Profi stellen sollen, wenn ich sehe, wie die schießen. Auf Entfernung. Wobei, du kannst mit der Mac auch nicht auf Entfernung schießen. Intelligenzbestie. Noch einer. Gucken wir mal die anderen. Oh, 40, 100 gegen 10. Also der erste Part ist mal völlig daneben gegangen. Beziehungsweise jetzt die erste Runde hier. Okay, let's go. Let's move. Hey. Hey. Hallo, Sönke. Okay, die Geiseln kommen mit mir. Die Geiseln kommen mit mir. Lauf doch. Los, hinter. Ich kann noch 10 Minuten warten, aber das macht meinen Part nicht schöner. Na, immerhin. Polizeibasis. Aber das, ja Gott sei Dank, ey. Ich muss viel Geiseln retten, nicht mein Team. So, dann fangen wir das jetzt nochmal an. Ich möchte nochmal eine Maschinenpistole kaufen. Okay, ganz früher, ganz früher, hatte ich eine 1.5-Version, wo die Bots miteinander gechattet haben und teilweise sogar mit mir gechattet haben. Da konntest du auf Englisch mit denen mitschreiben. Das wäre sehr interessant. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie man das... Hallo? Stellt ihr mal? Danke. So. Das war das. Ich würde die Version gerne wieder haben. Es war recht witzig damals. Damals auch auf meinem Pentium 2 300 MHz Rechner. Oh, lief das kacke, das Spiel. Wow. Hey! Hey! Lass das! So, jetzt unbedingt Geiseln retten. Jetzt wird das nix. Sichern und laden. Aber ich merke, ich bin immer so ein bisschen schreckhaft wie früher. So, nein, das wollte ich. So, ich hatte Geisel. Verpiss dich. Verpiss du dich. Nein, kacke, nein, die Munition war alle. Oh Mann, ey. Was soll denn die Scheiße? In der Probeaufnahme habe ich die alle weggerotzt. Ich muss immer noch Geiseln retten. So. Keine Lust mehr. Jetzt hole ich meine Diegel, jetzt mache ich alle fertig. Los, los, los! So. Haupthalle. Guck. Tank. Wir haben den Leutnant verloren. Ich wiederhole, wir haben den Leutnant verloren. Langsam macht das keinen Spaß mehr. Was macht er denn da? Ich muss doch nur Geiseln retten. Warum schaffe ich es denn jetzt nicht, Geiseln zu retten? In der Testaufnahme habe ich das dreimal hintereinander mit 4 Leuten geschafft. Das ist Murphys Gesetz, nehme ich an. So eine Kacke. Jetzt versteckt er sich natürlich wieder am Rescue Point. Hey! Okay, I'll follow you. Okay. So, wir machen jetzt die an... Wir machen jetzt... Oh, steht 2 gegen 2. Das könnten wir verlieren, wenn ich Pech habe. Steht aber auch an einer ganz komischen Stelle. Ich mache das jetzt ganz anders. Ich lasse einfach mal die Jungs vorrennen und ich hole dann die Geiseln in aller Ruhe. Die
Terroristen haben trotzdem gewonnen. Oh nein. So, aber jetzt. Jetzt hau ich da, brenne ich da mit der Shotgun durch, ey. Affenjungs. Los, los, los! Er ist entkommen! Oh nein! Geht in Deckung! Das war ja schon wieder ein Ding, ne? Die wollte ich haben. Ich hab schnell gehört. Okay, Herr Leutnant, los geht's! Ja, los! Oh, da war einer! Over here! Nein, Herr Leutnant! Verstanden! Help me! Wo ist der? Egal, ich renne. Renne. Oh Gott, verjag mich nicht. Warum ist jetzt nur noch einer hier? Ach egal, den, wo bist du? Da bist du. Den bringe ich jetzt erstmal zum Punkt. Das steht jetzt 1 gegen 1. So, jetzt sind es nur noch 3. Also mein Hauptziel liegt jetzt nicht daran, den Typen zu töten, sondern die Geiseln endlich zu befreien. Der ist bestimmt da auf der Seite. Over here. Hallo, ich schrei doch noch lauter, du Affenjunge. Das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Warum schaffe ich das denn jetzt nicht? Ich mache mir da keine Gedanken. Ich habe ein Let's Play gesehen, der hat über 10.000 Views und hat halt die erste, das 2 Mission halt richtig verkackt. Die musste er nochmal rematchen. Lass uns hier eine Minute warten. Nein, ich möchte keine Minute warten. Wo sind die denn? Hallo? Kann er da? Help me! Hallo? Oh, da ist er. Keiner gesehen. Okay, you lead the way. Alter, kommt ihr jetzt hierher oder was? Sobald die am Schießen sind. Alter! So, jetzt sieht das gut aus, ne? Komm, komm, wunderbar. So, komm! Yes! Meine Fresse! Alter Finne, ey! So. Prodigy. Hieß nicht mal ein Lied Prodigy? Von irgendeinem unbekannten DJ? 5 Feinde ausschalten mit Scharfschützengewehr und 75 Sekunden zum Gewinnen. Das machen wir. Ich darf immer noch nur noch die 1er nehmen. Wen nehme ich denn da? Ich habe jetzt so einen und so einen. Dann nehme ich noch Cooper. Sheldon Cooper. Das sind natürlich nur Paintball-Waffen, ne? Ist klar. Sheldon. Oh, gleich mal mit dem Scharfschützengewehr anfangen. Thanks. Genau, geht immer da lang. Gehen Sie voraus. Ja, nee, ich bleib hier stehen. Zack, zack. Na komm. Ins Gesicht. Ins, nicht ins Gesicht. Aber egal. Noch einer? Nein. Egal, dann krieg ich hier. Komm, hier. Friss das. So. Mann. Okay, die Mission haben wir schon mal. Wir haben sogar schon 2. Ha. So, jetzt hätte ich gerne wieder... Ach, ich möchte mal was anderes. Ich möchte mal... einen Ballpapp haben. So. Ewig nicht mehr gespielt mit der Waffe. Tülüm. Okay, Herr Leutnant, los geht's. Los geht's. Die Ladung kommt gerade rein. So. So. Noch 2 Gegner. Cooper riggelt hart. Ja? Die Bombe nicht aus den Augen. Los.
Roger, verstanden. Alles klar. Negativ. Wie negativ? Ich hab gesagt. Alles klar. Das war ein bisschen komisch, aber egal. So, mein Sieg steht kurz bevor. Was möchte ich jetzt haben? Ich möchte jetzt mit der Liege durch die Gegend rennen. Ich gehe den Weg. Los, los, los! Pisst euch. Geht weg. Draußen? Draußen? Oh, diese Geräusche erinnern mich immer an Half-Life 1, das würde ich auch ganz gerne mal wieder spielen. Die Bombe liegt hier auf dem Boden. Ich werde die Bombe bewirken. Wie ich halt überhaupt nicht treffe heute, ne? Überhaupt nicht. Ist doch nicht wahr. So. Hier ist niemand. Würde mich auch wundern. Sind jetzt alle wahrscheinlich hier den Weg gegangen. Haben meine Jungs komplett überrannt. Euch krieg ich. Oh, den krieg ich doch nicht. Einer ist noch übrig. Einer? Oh, was war das denn? Was für eine bescheuerte Scheiße, ey. So, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie lange ich jetzt gespielt habe. Wahrscheinlich 5 Minuten. Oh, kopieren. Ja, warte. So, hier, markiert das, kopiert das. Ha, kopiert das. Sehr schön. So, das war nur ein kleiner Vorgeschmack für dem, was noch kommt. Es kommen noch Cobblestone. Es werden noch ein paar kommen. Ja, Aztec, einer meiner absoluten Lieblingsmaps. 9 Feinde ausschalten, 3 mit Magnum Scharfschützengewehr und in weniger als 75 Sekunden gewinnen. Ha! Schaffe ich, kein Problem. So. So. Aha. Aha. Alles klar. Das hört sich schon mal ganz cool an. So, ich habe jetzt Dienstzeit 1, haben wir jetzt geschafft, ohne Probleme. Und ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns jetzt in Dienst 2 Fall wieder, auf Details. Bis dahin, macht's gut!